Mitsubishi, Kawasaki, Toyota und Yamaha. Dun dun. Mitsubishi, Kawasaki, Toyota und Yamaha. Ha, ha. Mitsubishi, Kawasaki. Toyota und Yamaha. Dun, dun. Lange ist's her, oder sollte ich eher sagen, so, der Schilling meldet sich zurück aus Welt von Shakes and Fidget. Ich glaube, es ist Zeit für eine neue Folge Let's Play Shakes and Fidget. Ja, wird er wieder zurückkehren? Das hatte ich, wer mich wirklich regelmäßig stalkt, hatte ich das schon länger in der Charakterbeschreibung bei meinen Chars. Ich spiele jetzt schon gute drei Wochen wieder aktiv. Dieses Browser-Game namens Shakes and Fidget. Ich habe jetzt viel Zeit, alles zu erklären, sämtliche Fragen zu beantworten. Dies, das, Ananas. In der ersten Folge werde ich mal so ein bisschen meine Charaktere herzeigen und das Spiel allgemein erklären. Alles wieder von Anfang an. Außer, dass meine Charaktere. Level 306 sind, Level 2,53, Level 300 und Level 1, aber dazu später mehr. Also, Shakes Fidget ist ein kostenloses Browser-Game aus dem Hause Player Games, war, wenn ich mich recht entsinne, eines der ersten, wenn nicht überhaupt das erste Rollenspiel Browser-Game dieser Art. Basiert auf Flash, wird im Browser gespielt. Ho ho ho, welch ein Wunder! Und genau, es geht darum, dass man man hat seinen Charakter, es gibt Krieger, Magier, Kundschafter. Zum Einstieg würde ich eher empfehlen einen Also Krieger ist schon ein bisschen fortgeschritten, die haben ein Item mehr und zwar einen Schild. Moment, ich muss hier muss ich alles erst wieder so richtig einstellen. Die haben noch einen Schild mehr. Und genau, ansonsten Kundi oder Magier, das sind die ja, die ich gerne zocke. Krieger habe ich auch. Wie auch immer, Magier war mein erster richtiger Charakter. Dann hat man einen erstellt. Rassen gibt es auch ein paar und danach geht es. Das erste, was man machen sollte, ist in den Stall gehen. Und hier irgendein Reittier aussuchen. Ich würde mal sagen, der Tiger wäre schon ganz nett. Das Problem ist am Anfang, 10 Gold zu bekommen, ist nicht so easy. Oder der Greifendrache für 25 Pilze. Pilze sind die Premium-Währung, Gold ist die normale Währung. Danach hat man in der Taverne immer in der Mitte einen Questgeber. Und der hat immer drei Quests. Die Quests geben Gold, Erfahrung und haben eine Dauer. Die Dauer ergibt die Abenteuerlust. 100 hat man von Haus aus und dann kann man bei dem Typen noch trinken. Früher war es zehnmal am Tag, jetzt gibt es ein neues Feature und zwar die Hexe. Da kann man seine Items verzaubern und so, dass man sogar elfmal am Tag trinken kann. Ergibt 320 Abenteuerlust, ergibt 320 Minuten Quests. Minus, mm, wo ist denn das hier auf den Schuhen? gibt es einen Effekt 36,69 Fußstiefel und die reduzieren die Reisezeit um 30 Sekunden pro Quest. So genau, da nehme ich eine an dann dauert das und wenn die Quest fertig ist, gibt es einen Gegner wenn man den schafft, bekommt man die Belohnung. Dann gibt es die Arena, man kann hier jetzt andere Spieler angreifen oder über die Ehrenhalle gibt man Nummer 1 ein, sieht man hier die Endgegner, eine der stärksten Gilden hier in dem ganzen Spiel. Oder man gibt ein 999, 999, dann sieht man den letzten. Knapp 200.000 Leute sind hier angemeldet. Ich greife jetzt einfach mal mm, 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 mm. Serena Gray, ähm, irgendeinen Magier. Ich hab, bin noch recht zurückgeblieben, wenn man das so sagen kann. Ich bin zurückgeblieben, zack, hängen geblieben. Ähm, genau. Weil es kamen neue Features hinzu, wodurch die Items viel besser geworden sind. Und die habe ich noch nicht. Ich habe hier aus der Toilette, das erkläre ich dann auch noch, einen Gürtel bekommen. Der ist von den Werten her viel besser als mein altes Zeug, was aber top aktuell war damals. So, die Quest dauert hier noch eine Minute. In 10 Minuten kann ich wieder jemanden angreifen. Wenn man fertig ist mit dem Ganzen, okay, das kann ich jetzt nicht machen. Dann schmeißt man die Stadtwache rein, das ist die Arbeit. Das heißt, ich sage jetzt 10 Stunden bin ich weg, dann haue ich dort 10 Stunden rein. Dann gibt es den Waffen- und Zauberladen. Dort erhält man jeden Tag um 0 Uhr 6 neue Items. Und da habe ich sogar einen Intelligenzstab, aber meiner ist besser. Hat auch eine größere Spanne, das mag ich. Genau, und mit einem Pilz kann man sich neue Ware holen im Zauberladen. Selbes Spielchen, außer mit dem kleinen Unterschied, dass es hier auch noch. Tränke gibt und die sind, ja, schon recht wichtig. Drei kann man besitzen. Jede Klasse hat ein Hauptattribut. Magier, Intelligenz, der Krieger, die Stärke und der Kundschafter, Geschick. Das heißt, man sollte idealerweise, muss aber nicht nur sein, einen Ausdauertrank mal für Leben haben, dann einen für das Hauptattribut und dann einen Trank des ewigen Lebens. Die sind aber ein bisschen seltener und teurer. Zur Not einfach einen Geschick in einen Glückstrank noch reinwerfen oder irgendwas, was eben so kommt. Denn die anderen Werte, die man selbst als Klasse nicht braucht, machen folgendes. zweimal mal Stärke ergibt einmal Stärke Verteidigung. Das heißt, wenn ich mehr Stärke habe und ich kämpfe gegen einen Stärke Gegner, dann hat der weniger. Klingt komisch, ist aber so. So, Charakter. Genau, jetzt kann ich hier Stadtwache. Bam badam. Dann sieht man, aha, es ist gerade 22.13 Uhr. Als der Schilling das Video hier aufnimmt. Genau, ähm, Gold kann man haben, eine Milliarde, das waren früher mal 10 Millionen. Das wurde zum Glück geändert. So, dann gibt es hier die Post, da haben ein paar Leute geschrieben. Viele haben mich nicht gestalkt, aber ein paar haben so gemeint. Äh, kommst du wieder? Chillkröte zum Beispiel, es freut mich zu sehen, dass du wieder online bist. M -m 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 -m. Genau, und das sieht man auch, wenn jemand angegriffen hat, kann man sich den Kampf nochmal äh, ansehen. Kampf zeigen. So, der Brad Trooper hat mich angegriffen. Und natürlich habe ich ihn vernichtet und Ehre gewonnen. So, genau. Mhm. Dann gibt es die Gilde, die Gilde, die Gilde. Da habe ich jetzt, ich habe mir das ein paar Wochen angesehen jetzt. Und ich wollte natürlich, bevor ich das Video mache, mal sehen, wer ist noch inaktiv, wer ist aktiv. Und drei Leute waren aktiv. Und ja, weil ansonsten mache ich das Video und ey, ich spiele wieder. Plötzlich, oh, huh, es sind alle aktiv. Ja, trotzdem, äh, danke an alle, die irgendwie dabei waren. Aber ja, jetzt werde ich dann mal schauen. Das werde ich aber alles, oh, da werden jetzt viele Videos kommen. Irgendwann so in nächster Zeit. Aufnahmenbedingungen, werde ich vielleicht die Gilde, wie werde ich sie weiterführen und so weiter und so fort. Dann gibt es hier beim Charakter noch Orden. Hm. Je nachdem steht alles dabei für Dungeons, für Kämpfe, Quests, Arbeitsstunden und dergleichen und dann Dungeons, das ist auch ein gutes Stichwort. Eines der coolsten Dinge hier in Shakes and Fitchet: jede Stunde hat man einen Dungeon Versuch. Da gibt es einmal den Turm, sobald man das alles beseitigt hat, die ersten Dungeons, die man hier jetzt nicht sehen kann und dann die normalen Dungeons. Im Turm hat man hier sogar solche netten Begleiter, die man hochleveln kann, die kann man auch ausrüsten und so weiter und so fort. Ich merke schon, ziemlich viel zu erklären. So, und da kann man einmal in der Stunde angreifen. Gegen Roman, den Ruchlosen. Und der eliminiert mich einfach mal so aus der Hüfte weg. Keiner machen. Klingt komisch, ist aber so. Oder im Turm. Ja, muss ich, müsste ich auch eine Stunde warten. Ich kann mal überspringen. Einfach so. Da kämpfen einfach meine Kameraden nach der Reihe gegen einen Gegner. Der Magier, dann der Kundi. Und zu guter Letzt der Endboss, der Schilling. Stufe 306. Man braucht so in etwa Daumen mal Pi. Keine Ahnung, je nachdem, welche Boni man in der Gilde hat, braucht man so. Eineinhalb Jahre, zwei Jahre aktives Spielen, bis man so Level 300 erreicht, sage ich jetzt mal, je nachdem, wie aktiv man ist und eben die Gilde. Hier hat man Gildenwappen und Ausbauten. Babadam. Da, da spendet man hier so Gold hinein. Gold 1, 3, So, und dann kann man die Gilde ausbauen, erhält Boni auf Erfahrungspunkte und so. Dann gibt es noch das Klo. Ab Level 100 findet man dann einen Schlüssel. Das wird hier so ein ultimativer Shakes and Fidget. Nein, nicht Guide, aber eine Erklärung einfach nur. Was gibt es so in dem Spiel? Und da kann man einmal am Tag was hineinwerfen, also eigentlich immer. Aber nur einmal am Tag zählt es. Dann füllt sich dieser Mana-Tank. Und wenn er voll ist, maximal 1000 ab Aura 19 oder 20, dann kann man spülen. Das zählt praktisch wie ein. Level up dann auf die Items, die werden dann um ein Level besser. In der Formel kann man so grob sagen. Und man erhält ein Item, entweder ein normales oder ein Epic, wie dieses hier. Genau. Und dann im Zauberladen gibt es die Hexe. Aha, Level 66, Half-Life 6 confirmed und so. Ah, ich hab's nicht gesagt. Und da kann man seine Items verzaubern. Da sollen noch vielleicht neue Sachen kommen. Irgendwann ein Update, wer weiß, wer weiß. Und, genau. So, ich kann jetzt hier, meinen Stab habe ich noch nicht verzaubert, da gibt es 5% Schaden auf kritische Treffer und das hat jetzt eine Million oder so gekostet. Am Anfang ist das etwas spannender bei neuen Servern, weil die müssen dann den Tank erst vollfüllen und alles freispielen und so weiter und so fort. Die Server sind auch ein großes Thema in Shakes and Fidget. Der Charakter ist auf Server 14, der auf Server 17, der auf Server 20 und... Der am RTL-Server. Das werde ich dann wieder hier hineinschreiben. Das habe ich früher so schön immer gemacht. Server 14. Aber das mache ich dann einfach nachher noch. Genau. Und von Zeit zu Zeit kommen neue Server hinzu. Das heißt, man kann wieder neu anfangen und jeder beginnt bei 0. Ja, ansonsten könnte man aufholen. Also, ich sag mal, irgendwann werden ab und zu die Leute inaktiv, spielen nicht mehr so stark, so viele Quests und man kann nachrücken. Also. Vor allem diese Leute hier, die brauchen schon die ganz oben Wochen für ein Level-up. Also, das dauert schon. Auch wenn es immer und immer schneller geht durch Updates. Hier zum Beispiel mehr XP, mehr Gold und so weiter und so fort. Durch das Update und dann mehr Bier trinken. Dies, das, Ananas. All das übrigens. Ich habe mir den Rahmen nicht gekauft, aber das nur am Rande. Mm, ja, genau. Ich muss sagen, ich bin echt. Ich spiele jetzt wie gesagt schon etwas länger. Wollte das nicht groß ankündigen, weil ansonsten, oh, ich habe das so, ich habe mir einiges dazu überlegt, werde auch immer dann im Video, das wird nicht immer mit Facecam, das wird eher selten als Special, wenn mal irgendwas ansteht, wo auch meine Reaktion vielleicht interessant wäre, dann werde ich auch mal Post vorlesen, werde so äh, Videofragen machen und aber das kommt alles noch. Das kommt alles noch hier mein schöner Level 1er. Da ist auch die Stadtwache fertig. So, den lasse ich einfach auf Level 1. Das fand ich witzig, habe ich irgendwann mal gemacht. Und genau, der ist auf Level 1. Den skill ich immer hoch. Das sind übrigens die Skills, genau. Für Gold kann man das hochpushen. Und das ist immer das Interessante. Wo gibt man was aus? Ich mache jetzt hier Glück. Weil das Gold kann man verlieren in der Arena. Wenn jemand angreift und man verliert den Kampf, verliert man auch Gold. Ja, genau. Da habe ich schon fast 2000 Kämpfe, das heißt, läuft bei Schilling würde ich sagen, die Gilde ist leer, die habe ich gegründet. Ja. Genau. Mm. So viel dazu, so viel dazu. Die erste Quest am Tag gibt immer einen Pilz und ja. Oh. Mehr fällt mir jetzt so gar nicht ein. Ich weiß, ich hätte so viel zu erzählen, mir fallen jetzt schon und alles, was ich machen muss, Tränke sammeln. Sammelalbum. Oha, das findet man ja auch noch. Im Zauberladen. Hi, ja, 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 da wird einiges. Ich lese hier immer Brüste. Was sagt das über mich aus, wenn ich hier Brüste lese? Ähm. Ja, das dreckige Dutzend. So, paar Sekündchen, dann könnte ich jemanden angreifen. Ich suche mir mal ein Opfer raus. Ich möchte auch wieder in die Top 100 kommen. Das habe ich gesehen. Wäre möglich. Top 100. Ja, hier ist ein 299er. Also, das geht auf jeden Fall. Vor allem, der hat 2003... Oh, der hat alles auf Ausdauer gemacht. Oh, nicht schlecht. Nicht schlecht, Herr Specht, aber da, das geht definitiv. So, genau. Post. Oh, neue Post. Gilde. Schilling, darf ich bitte Gilde? Das wäre zum Beispiel... Keine Bewerbung, also das muss ein bisschen besser aussehen, wenn man die Gilde möchte. Schlimm ist nur noch. Hier. Ähm, so, obwohl, Moment, ich. Das gehört klein geschrieben. Das auch. So. Betreff, kann ich Gilde? Fertig. Nein, kannst du nicht. Du kannst Wörterbuch kannst du. Kannst du Wörterbuch? Ja, du kannst Wörterbuch. Genau. Bisschen mehr Mühe geben. Vor allem am Anfang, ich werde jetzt. Ich werde noch sein so Gilden-Ziele-Video machen, aber. Ich kann es jetzt schon mal sagen: ab Level 200 Bewerbung. Und dann werde ich das immer runtersetzen. Wenn dann nicht genügend Leute sind: 190, 180 und so weiter und so fort. Weil es gibt ja hier so viele. Habe ich gesehen: ohne Gilde. Oder in einer Alleine-Gilde. In einer Alleine-Gilde, genau. Vielleicht hört das jemand, der inaktiv ist auf dem Server. Und wieder anfangen möchte, gemeinsam mit Schilling und so. Hier keine, keine. Ich lese das so oft, also da dürften sich schon ein paar finden. Man bräuchte in etwa, ich würde gerne so Rate 30 legen, bräuchte man so in etwa, Daumen mal Pi, vielleicht 20 über 200. Ja, könnte hinkommen. Ich weiß nicht, wie das mit den neuen Items ist, also mit der neuen Berechnung und so. Aber dürfte auf jeden Fall einfacher sein. Ja, okay, Shakespeare Fidget, kostenloses Browser-Game. Es wird wieder Videos geben, es wird wieder Videos geben, es wird wieder Videos geben. Ja. Hauptsächlich, und das sage ich auch, das werde ich aber noch entsprechend erwähnen. Hauptsächlich auf Server 14. Bei den anderen werde ich mir keine Pilze holen und nur so vor mich hin dödeln nebenbei. Oder vielleicht, das muss ich mir echt noch überlegen. Aber ich möchte einen Charakter voll und ganz spielen und der ist am wichtigsten und die anderen. Sind dann nur Nebensache mal, ja, keine Ahnung, nebenbei, Stadtwache immer ins Klo schmeißen. Klingt komisch, wenn man das Game nicht kennt, aber ist einfach so ins Klo schmeißen. Das gehört zum Fachjargon von Shakes and Fidget. Shakes and Fidget, ein ungleiches Paar. Ja, okay. Tja, so ungewohnt alles hier. Aber das wird schon noch, das wird schon noch. Ich habe mir ein paar Sachen einfallen lassen und freue mich auf jeden Fall schon. Auf, wie soll ich sagen? Ich muss mir da noch ein paar Sachen. Ein paar Sachen müssen noch kommen, da, da wird es so eine eigene Sektion immer geben. Dann werde ich äh, Gedichte manchmal vorlesen, habe ich sogar ohne Videos einige bekommen. Und eben die Post, dann mal die Stars Raids. Oha, okay. Ja, ich, ich hoffe, damit habe ich mal so ein bisschen das Ganze angeteasert und dann geht es einfach beim nächsten Mal weiter.